Willkommen zu Kölner Bilder und welche Geschichten sie erzählen. Heute geht es um dieses Bild. Es handelt sich um einen Stich aus einer Zeit vor der Fotografie. Genauer befinden wir uns hier im Jahr 1823. Im Vordergrund sehen wir Kölns ältestes Badeschiff, das bis zum Baubeginn der ersten Deutzer Hängebrücke 1913 vom Frühjahr bis zum Spätherbst fast jedes Jahr an der 1822 eingeweihten Deutzer Schiffbrücke fest verankert war. Darüber lesen wir, um was es bei dem 1823 eröffneten Badeschiff ging. Warme und kalte Bäder an der Rheinbrücke zu Köln. Darunter ein Text auf Französisch mit gleichem Inhalt. Badeschiff? Wozu braucht man ein Badeschiff? Und warum lagen seit 1823 bis zum frühen 20. Jahrhundert zeitweise mehr als 10 Badeschiffe in Köln vor Anker? Die Badekultur in Köln begründeten bereits die römischen Stadtgründer in der Antike. Damals gab es die typischen, sehr fortschrittlichen römischen Bäder mit Fußboden und Wandheizung, fließendem Wasser, mit dem Tepidarium, dem Schwitzbad, dem Kaldarium, dem Eisbecken und dem Frigidarium, dem kalten Becken. Die Thermen waren öffentlich, sodass jeder dort baden konnte. In der darauffolgenden Zeit der Spätantike ist nicht viel über die Badekultur in Köln bekannt. Fließendes Wasser und Fußbodenheizung gab es nicht mehr. Das Baden wurde schwieriger, da die römischen Bäder verfielen. Auch im Mittelalter gab es keine den römischen Badesitten vergleichbare Badekultur in Köln. Dafür entstand eine große Anzahl von Badehäusern, in denen teilweise streng nach Geschlechtern getrennt gebadet wurde und andere, in denen es sehr viel weniger sittsam zuging. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verbreiteten sich einige neue Krankheiten, wie beispielsweise die Syphilis. Das führte dazu, dass das Publikum die Badehäuser aus Vorsicht zunehmend mied. 1631 gab es in Köln nur noch 4 Badehäuser für etwas mehr als 40.000 Bürgerinnen und Bürger. Anfang des 19. Jahrhunderts zählte Köln um die 60.000 Einwohner. Fließendes Wasser in den Häusern gab es nicht. Warme Bäder in frischem Wasser waren ein wirklich kaum zu realisierender Luxus, von dem die meisten allenfalls gehört hatten. Gebadet wurde, wenn überhaupt, am Sonntag in einem Badezuber, vorzugsweise in der Küche. Denn hier konnte man Wasser erwärmen und damit die Badetemperatur im Zuber deutlich angenehmer gestalten. Das einmal heiß gemachte Badewasser wurde oft für die ganze Familie genutzt. War man als letzte Person an der Reihe, stellte sich mitunter die Frage nach dem Sinn des Bades. Wollte man in frischem und reinem Wasser baden, blieb nur, wie zu allen Zeiten, der mutige Sprung in den Rhein. Das war immer schon aufgrund der Strömung gefährlich und mancher nach Hygiene Strebende ertrank, bevor er gesäubert das Wasser verlassen konnte. In dieser Zeit verbreiteten sich langsam die sogenannten Badeschiffe. Bereits 1761 installierte der königliche Leibbader Jean-Jacques Portevin das erste Badeschiff in Paris am Ufer der Seine. Am 11. September 1823 öffnete auch in Köln das erste Badeschiff von Kaspar Reimbold seine Kajütentore. Es war über 90 Jahre an der Nordseite der Deutzer Schiffbrücke festgemacht. Die Besucher konnten dort täglich warme oder kalte Bäder nehmen, sogar mit Kräutern und anderen Ingredienzien. Der Badebetrieb ging täglich zwischen 4 Uhr morgens und 22 Uhr am Abend. 3 Tage nach der Eröffnung konnte man in der Kölnischen Zeitung vom 14. September 1823 lesen: Das Schiff enthält 14 geschmackvoll eingerichtete, bequeme Badezimmer, die allen Bedürfnissen des Badenden freundlich entsprechen. Die eine Seite ist den Damen gewidmet, sowie die andere dem männlichen Geschlechte. Die Eingänge führen in zwei schöne Eintrittszimmer, die zugleich als Verbindungspunkt des geselligen Verkehrs auf dem Schiff zu betrachten sind. Der Dampfkochapparat befindet sich am Ende des hellen Ganges am Hinterteile des Schiffs und zeichnet sich sowohl aus durch seine kompendiöse Einrichtung als auch durch die ökonomische Einschränkung des Feuerbedarfs, durch welchen eine bedeutende Menge von Wasser in stetem Kochpunkte erhalten wird. Die Herren Unternehmer dieser wirklich gemeinnützigen und zweckmäßigen Anstalt verdienen den aufrichtigen Dank des Publikums. Gibt es kein fließendes Wasser in den Häusern, um das Wasser zum Badezuber zu bringen, bringen wir eben das Bad zum Wasser. So könnte man die Idee der ersten Badeschiffe kurz beschreiben. Der entscheidende Vorteil war das stete Vorhandensein von frischem Rheinwasser, das zu dieser Zeit recht sauber war. Die 14 Badekabinen des an der Deutzer Schiffbrücke liegenden ersten Badeschiffs konnten den Badebedarf von 60.000 Kölnerinnen und Kölnern nicht decken. Es wundert daher nicht, dass in den folgenden Jahren immer neue Badeschiffe an den Kölner Rheinufern lagen, die Badekabinen und als baldige Neuerung Schwimmbecken boten. Bei diesen neuen Schwimmanstalten lagen die Umkleidekabinen außen und in der Mitte des Bootskörpers war ein Becken, das nach unten mit einem Käfig gesichert war, ähnlich einer nach oben offenen Fischreuse. Diese Badekäfige hielten zum einen Treibgut ab und verhinderten, dass die Badenden durch die starke Rheinströmung in Gefahr geraten konnten. Ein weiterer wichtiger Punkt war die ständige Zufuhr von Frischwasser, die in den Becken eine immer gute Wasserqualität gewährleistete. Diese Badeschiffe und Schwimmanstalten erfreuten sich einer großen Beliebtheit. Auch noch in den 1920er Jahren, als in Köln die Wasserversorgung in der Stadt bereits deutlich verbessert war und es schon einige feste Schwimmbäder gab, wie wir sie heute noch kennen. Beispielsweise das Neptunbad in Ehrenfeld. Im Lauf der Zeit eröffnete auch die Stadt Köln schwimmende Bade- und Schwimmanstalten. Die Badeschiffe mit Becken waren für die Kölnerinnen und Kölner in den Sommermonaten ein beliebtes Badevergnügen und hatten neben dem ursprünglichen Hygieneeffekt auch einen hohen Freizeitwert. Wer sich Abkühlung an heißen Sommertagen verschaffen wollte, es sich leisten konnte und nicht arbeiten musste, besuchte eine Schwimmanstalt in Form eines Badeschiffs. Erstaunlicherweise gibt es in Paris und Wien heute wieder moderne Badeschiffe, die sehr beliebt sind. In Köln scheiterte der Verein Kölner Badeschiff e.V. gerade erst 2012 mit der Idee, ein modernes Badeschiff am Kölner Rheinufer zu errichten. Kölner Bilder und welche Geschichten sie erzählen. Es ist immer wieder überraschend, welche erstaunlichen Dinge sich hinter einfachen Bildern verbergen. Wenn Ihnen unser Film gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Film teilen und natürlich über ein Like.